Hallo Leute, hier ist der Glenn und ich melde mich mal seit langer, langer Zeit wieder mit einem Commentary zurück. Ich spiele auf der Map Silk Road und am Live trage ich die G36C mit dem Rotpunktvisier und dem Laserpointer. Mit dabei habe ich auch noch den Vordergriff. Ja, das soll es auch mit der Waffe gewesen sein. Ja, wieso mache ich heute mal wieder ein Commentary? Ich möchte nämlich heute mal wieder mit euch über das Thema Battlefield 4 generell reden, also DICE und Battlefield 4. Meiner Meinung nach wurde dieses Spiel jetzt schon mehr und mehr, also wird dieses Spiel schon mehr und mehr zum Pay-to-Win-Spiel. Denn ich habe in den letzten Tagen, wo ich Origin aufgemacht habe, zwei heute vorgestellt Nachrichten bekommen, also eine heute vorgestellte Nachricht. Und einmal habe ich es einfach so auf der Startseite von Origin gesehen, weil ich die Spiele durchgeguckt habe, welche gerade so rauskommen und so weiter. Und die regen einfach nur auf, ja. Weil wenn man sich denkt, wenn man früher in Battlefield 1942 haben noch alle mit der gleichen Waffe gespielt. Heute in Battlefield 4 kann man Level 1er sein und sich für 40 Euro einfach alle Waffen dazu kaufen. Das finde ich, wenn ihr mich fragt, ganz ehrlich, scheiße. Weil, warum sollte ein Level 1er mit einer Waffe von einem Level 100er rumlaufen dürfen? Das ist doch, nee, weil wenn ich einfach, stell dir mal vor, ich laufe jetzt hier herum und werde eben von einem Typen von hinten mit einer M, also mit dieser Barrett da getötet, das ist dieses starke Sniper, sorry, ich habe den Namen nicht, ja, by the way, hier Riesenfehl, das ist doch einfach hässlich, ja, weil, ich meine, jeder spielt Battlefield, um eigentlich seine Waffen freizuschalten und im Level weiterzukommen, ja. Aber wieso spiele ich noch? Ich spiele ja Battlefield, ist ja der Reiz, dass man am Ende alle Waffen hat, wenn man Level 100, 110 ist, keine Ahnung, wie hoch das jetzt eigentlich schon geht. Auf jeden Fall, es nervt einfach nur. Weil, es ist einfach, das ist einfach, mir fehlen die Worte, ihr seht's, okay. Denn, wenn ich jetzt nicht mehr alle Waffen freispielen muss, wenn ich schon alle Sachen habe, weil ich es mir für 40 Euro mal gekauft habe, dann hat doch Battlefield keinen Sinn mehr. Dann macht das doch keinen Spaß mehr, das Spiel zu spielen, oder? Weil dann hat es ja überhaupt keinen Reiz mehr. Egal, auf jeden Fall möchte ich mit euch aber noch drüber reden, wieso DICE bzw. EA das anbieten kann, Leute. Ja, diese Angebote, was ich euch vorhin eingeblendet habe, die können nur gemacht werden, weil es wirklich Leute gibt, die das kaufen, ja. Es gibt kleine Kiddies, die wirklich ihre Eltern umfragen und Mama, darf ich das mal haben und so weiter und so fort. Es ist doch, ich meine, jedes kleine Kitty, das sich über seine Freunde stellen kann, sozusagen so, boah, schau mal, guck mal, ich hab das hier und das hast du nicht. Ich bin viel, viel besser und ich hab, ja, obwohl es ein Level tiefer ist, dann sagt der andere natürlich, boah, wie hast du denn das gemacht und so weiter. Und das ist einfach nur noch Protzen für Geld. Aber Leute, diese Waffen, was man halt mit den späteren Leveln freischaltet, die sind ja natürlich besser als die Standardwaffen von Battlefield, ja? Also die Anfangwaffen. Und es ist einfach nur hässlich, wenn auf einmal ein Level 1 dich von hinten mit einer Waffe killt, die du erst selber vor, sag jetzt mal, zwei Leveln freigeschaltet hast und noch nicht mal selbst ausgetestet hast. Aber der hat sie schon, weil er sich sie für 40 Euro gekauft hat. Und sowas regt einfach meiner Meinung nach auf. Es gibt auch schon andere YouTuber, die da jetzt viel, viel, viel drüber reden. Und ich hoffe einfach nur, dass sich keiner von euch gekauft hat, weil hier, es ist zerstört, es geht eigentlich gegen den Sinn von Battlefield, weil Battlefield ist ja ein Spiel, in dem man sich misst, aber auch mit fairen Mitteln grundsätzlich, ja. Jeder hat seine Waffen, jeder darf seine Waffe wählen, ja, der eine hat schon länger gespielt, das heißt, er darf auch schon die höhere Waffe haben, ja. Oder der hat sich gekauft, ja, ich sage ja nichts gegen, dass man sich's kauft, aber ich finde es einfach nur scheiße, ja. Und ich finde, sowas sollte eigentlich gar nicht angeboten werden, weil wenn man da Entwickler ist und das eigentlich, stell dir mal vor, ihr seid der Entwickler von dem Level, so ja, ich möchte, dass diese Waffe bei dem Level hier freigeschalten wird und diese Waffe da und dies und da bla bla bla. Und dann kommt so ein anderer aus einer vollkommen anderen Abteilung und sagt, nee, wir machen das jetzt so und du denkst einfach nur so, ja, wozu habe ich das, dann diese viele Arbeit, was ich mir hier angetan habe, wozu habe ich die da reingesteckt? Weil, wenn die Leute sich sowieso kaufen können, wieso mache ich das nicht gleich so, dass jeder einfach die gleiche Waffe hat und der was mehr Geld bezahlt, der kriegt halt neue Waffen. Ich meine, so auf das läuft es ja hinaus. Im Großen und Ganzen, oder?
Weil, wenn sich jeder mal die Waffen kaufen muss, ja, dann sind wir sowieso bei einem Pay-to-Win-Spiel schon angekommen. Ich meine, aber es besteht nicht der Muss darin, dass man es kauft, aber es gibt einfach schon Kinder, die sich das kaufen, nur weil sie vor ihren Freunden protzen wollen, so, guck mal, ich hab die Waffe und bla bla bla. Und es ist einfach nur im Großen und Ganzen gibt's nur ein Wort dafür, und das ist hässlich, ja? Weil Battlefield 4 ist eh schon so ein Spiel, das mehr und mehr wurde wie Call of Duty, das eigentlich grundsätzlich die gleiche Engine da war mit einem Grafikupdate. Und das war's dann auch schon, meiner Meinung nach. Ich meine, schaut mal, also dieses zweite Map Package, was ihr, glaube ich, für 20 € oder so kaufen könnt, war Second Assault, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das sind ja die alten. Ist es Second Assault oder ist es Back to Kakant oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es sind nur die alten Battlefield 3 Maps, die einfach mal ein bisschen Grafikupdate bekommen haben, hier und da eine neue Kiste gesetzt wurde und das war's auch schon. Da sieht man schon, wie einfallslos man als Entwickler sein muss, um sowas zu machen, weil da habe ich mich übrigens auf den falschen konzentriert, da hätte ich mich auf diesen, der was mich getötet hat, konzentrieren sollen. Aber da merkt man schon, wie eigentlich einfallslos so einer ist, weil der denkt sich einfach, ja, wozu soll ich mir die große Arbeit machen? Das Geld, ja, kriege ich sowieso. Es ist egal, ob ich jetzt eine neue Map mache, ja, vier neue Maps, die einfach mal hammergeil sind, oder ob ich einfach nur die alten Battlefield 3 Maps nehme, denen ein kleines Grafikupdate gebe und dann da, hier und da eine Box neu setze, weil es läuft ja aufs Gleiche hinaus. Die Leute kaufen es ja. Zumindest die, die was kein Premium, also die kein Premium haben oder die es nicht für wichtig empfinden. Ja? Also meiner Meinung nach wird Battlefield 4 immer mehr zum Pay-to-Win und zum COD. Zum COD-Ersatz, meiner Meinung nach. Weil COD, die bekommen wir jetzt schon auch, es gab, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Das ist jetzt keine offizielle Quelle, glaube ich. Aber das COD Ghosts hat auf jeden Fall weniger Verkäufe. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, gehabt als die vorigen. Weil es einfach nur noch die gleiche Engine ist, die gleiche Grafik und nicht mehr viel Neues. Und ich meine, von COD Ghosts müssen wir ja gar nicht reden. Das Spiel wurde gehackt, bevor es überhaupt rauskam, von Franzosen, auf der PS3. Und ich denke mir, Battlefield auf jeden Fall. Battlefield 4 wird auch immer mehr so, weil ich hab jetzt vor kurzem, habe ja lange nicht spielen können, weil mein Origin nicht funktioniert hat. Ist aber eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich da lange nicht spielen können und es war einfach. Es ist in dieser Zeit sind so viele Leute drauf gekommen, hey, ich kann ja hacken in dem Spiel, ich kann ja diese und diese Sicherheitsbarriere umgehen. Und es kommt auch immer mehr vor, dass Leute einfach mal irgendwo auf der Map in der Luft herumschweben und sozusagen den God-Mode anhaben und einfach mal dich über die ganze Map abschießen mit einer Pistole, die natürlich diese Range nicht mal schaffen würde. Also, ganz ehrlich, Leute, Battlefield 4 ist für mich so jetzt zurzeit ein Spiel, das geht einfach nur noch den Bach runter. Das ist einfach gar nicht mehr spielbar. Weil ihr habt es auch gerade vorhin noch gesehen bei dem Zaun. Das Spiel gibt schon so lange und es ist immer noch. Es sind immer noch solche Fehler. Ich meine, wenn man den Zaun durchschlagen will und das funktioniert nicht, von einem Spiel, was eigentlich schon sau viele Map-Packages rausgebracht hat und alles und dies und das, aber nicht mal solche Fehler richten kann. Naja, da glaube ich, haben wir schon die Meinungen. Weil, ich meine, ja, jeder weiß, Battlefield 4 war immer schon ein bisschen ein Laggy-Laggy-Spiel, also ein Ruckel-Ruckel-Spiel eigentlich. Ein Ruckel-Ruckel-Spiel, was rede ich? Sorry, ein Buggy-Buggy-Spiel, so schaut's aus. Und das, ja. Aber warum sich die Entwickler nicht daran setzen, das Spiel perfekt zu machen? Nein, sie lassen es einfach auf dem alten Standard, bringen Maps raus, die was eigentlich fast jede Map meiner Meinung nach schon gleich aussieht und einfach langweilig wird, ja? Weil es gibt schon drei Maps, na, zwei, drei Maps, die in dem Dschungel sind oder so und die schauen fast alle gleich aus. Hier und da eine Höhle, da ein Dschungel und passt.
ist eigentlich grundsätzlich die gleiche Map, nur die Bäume sind vielleicht ein bisschen anders gesetzt oder so und so. Und es ist einfach, Leute, wir haben es in dem Film The Wolf of Wall Street gesehen. Wenn es diese Nachfrage gibt, gibt es auch ein Angebot, ja. Und wenn wir diese Nachfrage nicht haben, ja, dann gibt es auch dieses Angebot, wird es dieses Angebot zumindest nicht lange geben, ja. Das heißt, wenn wir aufhören, uns die Sachen zu kaufen, ja, zum Beispiel, ja, Battlefield 4, neues Map Package, weil, ich meine, die wir die Premium haben, die kriegen es ja sowieso dazu, aber wir müssen einfach aufhören, dieses, auch bei anderen Spielen, ja, wir müssen einfach aufhören, solche Sachen zu kaufen, solche, wo wir wissen, nee, das wird nichts, ja, das ist eh nur das Gleiche. Müssen wir auch einfach aufhören zu kaufen, da dürfen wir nicht sagen, nee, schauen wir mal kurz rein, das Geld habe ich ja. Nee, wir müssen einfach sagen, nein, stopp, das schaue ich mir nicht an, weil ich sowieso weiß, es ist nur Bullshit. Es ist nur der gleiche Trick wie das davor. Und da müssen wir einfach, übrigens hier, ne, das gehört verboten, meiner Meinung nach, das hier einfach stehen zu lassen, ja. Dann müssen wir Origin, also nee, EA oder DICE einfach mal zeigen, so, hey, ups, das habe ich nicht gemerkt, dass das überhaupt mein Squad-Leader ist. Da habe ich einfach gedacht, da habe ich den Namen einfach ignoriert. Auf jeden Fall, wir müssen einfach DICE bzw. EA zeigen, hey, wir wollen ein faires Spiel. Wir wollen nicht euch das Geld in den Arsch reinstopfen, sondern wir wollen wirklich das Battlefield, von dem ja so viele DICE-Mitarbeiter und EA-Mitarbeiter reden, wir wollen das einfach wieder zurückhaben, weil das zurzeit hat Battlefield kein Battlefield für mich anymore. Anymore, ja. Also, weil das ist, wir kaufen, es gibt schon so viele, die kaufen sich einfach alle Updates und so weiter und laufen dann einfach mal voll OP durch die Gänge und so weiter, weil sie haben ja schon alles, ja. Und wir, die nicht alles besitzen, die können halt ziemlich wenig dagegen machen. Und deswegen denke ich mir, wir müssen einfach aufhören, diese Sachen zu kaufen, weil wenn es keine Nachfrage gibt, wird sich die ganze Sache auch nicht verkaufen. Und ich weiß, es gibt ja, dann wird aber EA pleite gehen und so weiter. Ich glaube nicht, dass EA da pleite gehen wird. Ganz ehrlich. N-n. Aber EA wird auf jeden Fall merken, so, oh, okay, das wollen die nicht. Die wollen höchstwahrscheinlich, dass wir wieder so werden wie früher. Zum Beispiel, als Battlefield 2 noch rauskam. Und da gab es sowas noch nicht, dass man sich ein Map Pack oder so. Oder Map-Pack gab es vielleicht, ich weiß es nicht mehr ganz. Aber das, was es sicherlich nicht gab, dass es man sich Waffen kaufen konnte. Das war ein absolutes No-Go, da hat noch niemand dran gedacht. Fand ich auch gut so. Ja? Aber dass man sich Waffen kaufen kann, beziehungsweise Waffen... Ja, also... Ja, sorry, ich bin jetzt wieder neben dem Thema gewesen. Ich habe jetzt gerade den Kill gesehen. Also, dass man sich diese Waffen kaufen kann. Und immer noch... OP sein kann, das finde ich komisch, weil wenn wir alle Geld reinstecken und immer mehr, dann wird Battlefield reich, macht irgendwann nur noch, sagt, ja, Battlefield 5 ist draußen, ja, hat eine neue Engine, aber irgendwo ist es dann doch noch Battlefield 4 mit eigentlich gar keinen neuen Maps, sondern einfach nur ein paar Maps, die umgestellt wurden und das war's. Ja, also Leute, bitte kauft euch diese Sachen nicht, bleibt faire Spieler, weil zurzeit ist Battlefield 4 einfach nur noch ein Ranz-Game, meiner Meinung nach, ja. Ich spiele es hier und da noch wegen Freunden, ja, meine Klasse spielt das, also die haben da noch Freude dran, die spielen aber auch nur Team Deathmatch, wie ich jetzt hier auch gerade in dem Gameplay. Und, ja, das gibt's eigentlich gar nicht mehr zu sagen, weil Battlefield 4, das Thema ist jetzt eigentlich so für mich auch schon bald abgehackt, weil bald wird das Game auch wieder von mir deinstalliert. Weil, aber nicht nur aus dem Grund, dass man sich Waffen kaufen kann und so weiter, dass man sich meiner Meinung nach Waffen mal cheaten kann. Nur wenn man Geld zahlt, kriegt man jetzt bessere Waffen. Finde ich, ja, ich meine, ihr wird es fair finden, wir kriegen Geld in den Arsch gesteckt, aber der kriegt bessere Waffen, ist uns doch egal, ist ja nur ein Spiel. Finde ich aber nicht okay. Aber der weitere Grund ist, warum ich Battlefield bald nicht mehr spielen werde, ist einfach, dass... Ihr seht die ganze Zeit, habt ihr es schon bemerkt, höchstwahrscheinlich die Drohnen fliegen hier rum, die Mörser fliegen hier rum. Wenn ihr den Chat beachtet habt, da wird nur noch herumgestritten. Ja, ihr seid nur noch Spasten, ihr macht... Und ihr schießt ja über die ganze Map mit den Mörsern rum und so weiter und so fort. Ja, meiner Meinung nach gehört sowas auf einem Team-Deathmatch-Server komplett verboten, ja.
Weil jemand, der auf einem Team Deathmatch Server es nötig hat, mit einem Mörser bzw. einer Drohne herumzuschießen und Leute damit zu killen, also meiner Meinung nach ein No-Skiller, der gehört einfach raus aus dem Game, weil es macht ja so keinen Spaß. Ich meine, der schießt über die ganze Map, der verkämpft sich hinten in seinem Spawn, muss gar nicht aufpassen, weil man kommt nicht durch, weil da draußen sterben ja die ganze Zeit die Leute, die spawnen wieder und man kommt nicht durch. Und er sitzt hinten und wirft über die ganze Map mit seiner Drohne herum und schießt mit Mörser und jedem möglichen Shit. Und es macht einfach das Spiel nicht mehr spielbar, weil es einfach keinen Bock mehr macht. Ja, dann hätten wir das Thema auch beredet, meiner Meinung nach. Ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben, wenn ihr nicht meiner Meinung nach seid, wenn ihr meiner Meinung seid oder wenn ihr generell noch irgendwas dazufügen wollt, schreibt es in die Kommentare, ich würde mich darüber freuen. Und was ich jetzt noch mit euch bereden werde oder will, ist, wie am Donnerstag, ja Donnerstag, ausgestrahlte Sendung Login von ZDF, wo sich eigentlich jeder so gedacht hat, wo einfach das Wort schon Gaming oder Gamer, also es sind Spiele, nur noch ein Spiel, oder schon vorgekommen ist, hat sich aber schon jeder gedacht, ey ZDF, wollt ihr das schon wieder machen? Wollt ihr schon wieder von auf allen Plattformen, auf allen Arten und Weisen niedergemacht werden? Ja. Aber ich wurde positiv überrascht, muss ich ernsthaft sagen. Obwohl ich dachte, dass dieser Psychologe, dieser Jugendpsychologe da, er kam meiner Meinung nach etwas komisch rüber. Und wieso der nicht gestorben ist, habe ich auch nicht verstanden. Aber der kam meiner Meinung nach etwas komisch rüber, weil der hat dauernd solche Sachen, ich glaube, der hat einfach nur abgezielt gegen die Gamer. Der war einfach schon, der hat einfach bei dem, glaube ich, meiner Meinung nach hätte man hinkommen können, ja. Hätte ihm ein soziales Problem erklären können und dann hätte er hingesagt, ja, aber was machen sie in der Freizeit? Wie, ja, dann hätte man einfach so sagen können, ja, ich spiele. Ich glaube, der hätte dann sofort darauf abgezielt, ja, dann lassen sie das mit den Spielen, ja. Ich glaube, es wäre einfach scheißegal gewesen, ob man denen sagt, ja, ich habe Muskelschwäche, ich habe Depressionen, weil meine Freundin mich verlassen hat. Ja, was machen sie in ihrer Freizeit denn sonst noch so? Ja, ich spiele Spiele. Ja, dann lassen sie das mit den Spielen sein, glaube ich. Also ich glaube, der war da schon zu verhärtet auf dieses Thema mit den Spielen. Was ich aber gut fand, war, dass einfach mal der beste Gamer, meiner Meinung nach, also der beste Gamer-Vertreter da war, und das war Fabian Siegesmund. Der hat dort wirklich geflamed, kann ich jetzt nicht sagen. Der hat einfach die Sachen, was diese sinnlosen Kommentare, was dieser Psychologe und die Frau Schiffer, glaube ich, war das, abgegeben haben, der hat das einfach so gekonnt zurückgewiesen. Weil er einfach gesehen hat, ey, das ist nicht wahr, was die reden, weil er kommt ja aus dem aus diesem Bereich, er arbeitet da, er ist ja Spieletester gewesen oder ist es immer noch. Er war Soldat, er spielt Battlefield die ganze Zeit und dieser Psychologe hat dann auch noch probiert, ja, ihm zu erklären, ja, das ist so, wenn man, also sie sind das ja gewohnt und so weiter, aber wenn das ein kleines Kind spielt, und da hat der Fabian Siegesmund einfach gesagt, ja, aber das ist jetzt nicht bei jedem so, da gibt es vielleicht Ausnahmefälle, aber es ist nicht überall so. Und was ich dann noch richtig, richtig gut fand, war dann mit dem Kommentar, mit dem CSGO, also da hat einer hat in die Kommentare von Login geschrieben, ja, ich habe durch das Spielen von CSGO viele, viele Freunde kennengelernt, mit denen ich auch heute richtig gut klarkomme und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist wirklich so, aber man kann leider nicht jedem vertrauen. Und dann hatten sie gesagt, ja, aber das ist halt durchs Ballerspiel, diese Spiele wurden gemacht, weil man eben trainiert, Leute richtig zu killen. Dann habe ich auch so gedacht, nee. Und dann hat diese Frau Schiffer gesagt, ja, nee, beim Spielen lernt man halt nur Freunde kennen, die selber eben sehr brutal das meistens auch sind und so weiter. Und da hat der Fabian Siegesmund aber gekonnt zurückgewiesen, aber was ist, wenn man anstatt diesem CSGO, Fußball rein gibt, ja? Ich habe beim Fußball spielen. Dann hat das Ganze wieder einen anderen Sinn, ja? Und dann ist dieser Psychologe und die Frau Schiffer sehr, sehr ruhig geworden, meiner Meinung nach. Weil da haben sie, glaube ich, nichts mehr drauf gehabt, weil es ist dann nur noch, also von den beiden, in die Richtung gegangen, ja, Schießspiele sind schlecht, aber der Sinn der Sendung war ja einfach generell Spiele. Und da habe ich dann auch so gedacht, so, dass sich viele Leute bei Diskussionen, zum Beispiel diese Leute, nicht sehr, sehr
nett bzw. sehr, sehr gut verhalten, weil sie einfach das Thema nicht verstehen. Ja, die passen vielleicht am Anfang gut auf, aber schweifen dann am Ende ab nur noch gegen eine spezielle Gruppe von Spielen. Ja, und Shooter, wir wissen es alle, machen hier und da aggressiv, mich nicht, Gott sei Dank. Ich bin da der Meinung, wer mich im Spiel aufregt, ja, sobald ich da ausraste, sobald ich, ja, wie soll ich sagen, einfach mal irgendwo hinschlage oder so, ja, weil ich böse bin oder weil ich ausraste, dann wird das Spiel immer mit deinstalliert und mal einen Monat oder so nicht gespielt, weil dann ist es für mich so ein Spiel, das macht mir keinen Spaß und ein Spiel soll Spaß machen. Und wenn ein Spiel keinen Spaß macht, dann ist es auch kein Spiel mehr, sondern einfach nur noch Blödsinn. Und ja, das ist, muss halt so gesagt werden. Weil wenn ein Spiel keinen Spaß macht, dann soll man es eigentlich auch gar nicht spielen. Und diese kleinen Kiddies, die ein Spiel spielen und dann herumflamen und so weiter, die gehören meiner Meinung nach einfach alle raus aus dem Spiel. Ja, die haben da nichts verloren, die haben da nichts zu suchen. Was ich noch bei der Sendung gemerkt habe, war diese Lehrerin. Ich fand sie super, ihre Argumente waren sehr, sehr gut. Was sie da gesagt hat, war immer nachvollziehbar eigentlich. Aber ich glaube, die ist einfach nur bei der Community nicht so gut angekommen, beziehungsweise bei den anderen Menschen, die dort gesessen sind, die höchstwahrscheinlich keine Gamer waren. Die ist dort höchstwahrscheinlich nicht so gut angekommen, weil sie gestottert hat. Ja? Und man muss wirklich sagen, wenn man stottert in so einer Sendung oder so, wird man nicht wirklich ernst genommen. Das ist leider so, weil man einfach diese Standfestigkeit nicht hat. Was ist vielleicht das erste Mal, dass man in so einer Sendung ist. Beim Fabian Siegesmund hat man gemerkt, der war da schon ziemlich gechillt drauf, der war das gewöhnt. Aber sie ist dort gestanden, hat immer ihre Sätze wiederholen müssen, neu beginnen, ja. Weil sie einfach nicht ihre Argumente nicht richtig gut formulieren konnte, ja. Bis zum Ende hat das dann eh schon besser funktioniert, aber ich glaube, dadurch, dass sie sehr aufgeregt war, nicht oft in so einer Sendung zu sehen war, hat sie da nicht so, ist sie da nicht so angekommen bei den anderen Leuten, aber was mich dann doch gefreut hat, war das Ende der Sendung. Da war ja diese Frage, die grundsätzliche Frage von dem Ganzen war ja, sind Spiele oder sind Games wirklich nur noch ein Spiel? Da habe ich mir dann gedacht, ja, meiner Meinung nach, ja. Und haben auch die meisten anderen Leute gedacht, dass Spiele nur noch ein Spiel sind, nicht mehr. Denn dieses Ergebnis von dieser Frage war ja 99% zu 1. Also Fabian Siegesmund, der für Ja gestanden ist, hat 99% der Community, der Zuschauer, auf seine Seite ziehen können. Und die Frau Schiffer hat 1% gehabt. Das waren höchstwahrscheinlich Leute, die sich dann nicht so wirklich auseinandersetzen, die vielleicht nur diese in den Nachrichten hören, ja, ein Kind, das zockt, bis es umfällt, also eigentlich dieses Koma. Das Kind, da war ja ein Fall, das hat nicht genug getrunken und so weiter. Das ist umgefallen, aber das war einfach, sie haben das verallgemeint, ja. Die haben einfach gesagt, jeder ist so. Jeder Zocker ist einfach ein Zocker, der zockt bis zum Umfallen. Aber das war einfach mal kompletter Bullshit, weil das hat ja, wir wissen ja alle, das hat nicht gestimmt. Und es stimmt immer noch nicht. Es gibt einfach viele Leute, die spielen eine Stunde vom Tag, nicht mehr, ja. Oder es gibt Leute, die zocken nur am Wochenende. Zum Beispiel ich zocke auch nur fast am Wochenende, weil ich unter der Woche einfach gar keine Zeit habe, ja. Und ganz ehrlich, ich finde es auch gut, weil ich muss nicht immer spielen, um irgendwelche Aggressionen. Ich generell spiele, um Aggressionen abzubauen, ist generell nur Blödsinn, weil es bringt ja nichts. Weil wenn man Aggressionen abbauen will, dann muss man das irgendwie im echten Leben machen, aber nicht irgendwo in seiner virtuellen Welt. Ja, es gibt da so einen Grad zwischen real und nicht mehr. Wenn ich jetzt von der Schule böse bin, aufgeregt, ja, dann ist es verständlich, ja, aber da muss man sich andere Sachen finden, um seine Frustration rauszulassen, aber nicht ein Spiel. Weil wenn ich jetzt da in einem Teamspeak-Server reingehe, von einem Battlefield-Server draufspiele, ja, und dann die ganze Zeit hier nur rumschreie, wie der letzte Berserker, weil ich einfach mal meinen Frust auslassen will, weil ich es einfach nicht anders weiß, dann wird es einfach so sein, dass man dort gemutet wird. Und da habe ich eine Facebook-Benachrichtigung bekommen, auch mit dem Spiel, das habe ich da gar nicht bemerkt gehabt. Auf jeden Fall, dann, das gehört dort nicht hin und man wird im meisten Falle eigentlich nur gemutet. Also, Leute, wenn ihr eine Sache habt, wo ich aufregt, wo ihr sagt, nee, Alter,
Das will ich nicht mehr so. Ich will anders. Ich will irgendwie diesen Frust hoch rauslassen. Ja, dann kauft euch die beste Methode, ist, glaube ich, Mana. Ist, glaube ich, habe ich schon oft gehört. Einfach mal einen Boxsack zu legen, ja. Und dann mal vielleicht mal eine halbe Stunde runtergehen und mal hammerhart auf den eindröschen, ja. Weil man kann sich ja, wenn es besser geht, kann man sich ja ein Gesicht draufkleben. Oder was man auch machen kann, was ich auch schon gehört habe, ist, dass man eben, wie aus Filmen, eine Dartscheibe nimmt und da diese von der Person, die einen den ganzen Tag schon fertig gemacht hat, einfach mal das Gesicht drauf pickt mit dem Taserstreifen, Taserfilm und dann einfach mit den Darts richtig hart Gas drauf schießt. Ja, soll helfen, weiß ich nicht, ob es tut, aber Leute, in einem Spiel sich aufregen ist generell die schlechteste Idee. Weil es gehen im Grundsatz eigentlich nur Sachen von euch zu Bruch, ja, zum Beispiel Freundschaften, die, so virtuelle Freundschaften, die ihr geschlossen habt, ja, die gehen einfach nur noch zu Bruch, weil der sich denkt, Alter, mein Tag war selber schwer, und dann schreit der die ganze Zeit rum, ey, das muss ich nicht haben, ja, und somit wird er sich dann auch denken, ja, nee, mit dem muss ich dann jetzt doch nicht mehr so viel zu tun haben, weil der schreit ja eh nur rum, der macht ja eh nur Blödsinn, also, er kann sich nicht zusammenfassen, nicht zusammenreißen, was mache ich eigentlich hier? Und ich hatte jetzt auch schon viele Leute, mit denen ich am Anfang dachte, ja, ist eh ganz nett und so weiter. Aber dann kam einfach, der hat seine Frustration im Spiel rausgelassen und dann dachte ich mir so, nee, zu dir passe ich nicht, zu dir will ich auch nicht passen, weil ich bin eigentlich beim Spielen eine der ruhigsten Personen. Ich schreie nicht herum, sowas hasse ich, wenn das jemand tut und deswegen, ja, gehört sich das einfach nicht. Und da sind wir auch schon am Ende, sehe ich gerade, also hier nochmal schnell den letzten Kill abgesagt. Oh, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ich hoffe, ihr postet eure Meinung unten in den Kommentaren, weil ich werde sie mir durchlesen und ja, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich wieder meine Meinung preisgebe, beziehungsweise meine Meinung, meinen Senf zu irgendeinem Scheiß abgebe. Bis denne, haut rein, ciao.